schön. Stell mal und hilf uns auf den Höfen, bitte. Ah, hat die noble Gitsch ausgeschlafen jetzt, hä? Aber jetzt geh ich auch da arbeiten und sehr schnell. Guten Morgen. Ach schon auch. Hilft mir bitte die Erbverschelle, dass wir nicht oben bekommen. Du hast wieder Fotos, wo wir aufs Essen waschen. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Unser heiliges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld auch, wie wir vergeben. Au! Au! Gitschele, jetzt tut's aber. Heute Nachmittag. Hast du den ganzen Tag stricken? Ja, was stricken? Wo ich denn genauso? Du weißt, wie hast du das ist. Die Katharina kann das viel besser. Katharina. Ja? So mag ich nicht auch in den Wald gehen. Was genau, was der Vater sagt, wenn du jetzt einfach verschwindest? Überhaupt ist da oben im Wald gefährlich. Gefährlich? Was soll denn da oben im Wald nicht gefährlich sein? Dann gibt's Hilfe, ein anderer will der Fischer bei uns. Die schießen der Vater und die anderen Jahre ja alle aus, bald sich am Ohr blicken lassen. Weil die Welt für ihn wirklich gar keine Lade. Das ist ein Lösche aber. Man weiß nie, wenn er das zur nächsten kommt. Überhaupt hasen da oben im Wald die anderen. Die anderen? Die sind mir das der Foto früher nur erzählt, weil wir klein gewesen sind. Die leben nur mit seinem Licht und suchen nach Gold und Edelsteine. Und jeder, der nicht nach dem Kampf verschwindet. Ich glaub das nicht. Das ist leider eine Geschichte, was man sich früher erzählt hat. Geschichte oder nicht? Du weißt genau, dass sie uns verböten und waren für ihr. Wenn ich jetzt gehe, das fällt niemand ab. Endlich frei! Die anderen sind gefährlich. Die lassen die verschwinden. Ja, aber wenn wir schauen, wo die hausen. Die dummen Andrischen,
Ich gib's nicht einmal. Wollt denn die einfach durchgehen? Machst du nicht, ich mach mir Sorgen. Wo bist du denn umgegangen? Grüß dich, Vater. Ja. Dass du heute auf lange ausgewesen bist. Ja, die Frieden sind nicht außer durch. Und jetzt haben wir das halbe Tau losöschen, bis wir es gefunden haben. Ob das enkere Arbeit erledigt? Ja. Mhm. Ja, dann bist du gut. Gute Nacht, Gätschen. Gute Nacht. Aber lass du das jetzt nicht durchgehen. Du? Katharina? Hm? Hast du nie drüber nachgedacht, was war, wenn man einmal in den Wald ging? Ach Elisabeth, über das haben wir ja schon geredet. Wir mögen doch nicht auch. Ja, aber hast du nie gedacht, wenn... Nein, ich will jetzt auch nicht mit dir über das reden und wir mögen doch nicht tauchen. Ich will auch nicht, dass du auch gehst und du bist gefährlich. Also mir ist nicht so gefährlich, Fieke. Wie? Was hast du da jetzt gesagt? Du warst daheim? Was war wenn? Sie haben sogar diesen Opa und das lassen sie einen Monat lang stricken. Und was machst du sogar der Opa? Wenn er von Franz da fragt. Woher warst du denn von selben? Marsch, ich mag's nicht, wenn du dich auf Nacht davor schleichst. Na, bitte sag's nicht im Foto, na bitte nicht. Aber eigentlich. Na, du hörst, was du willst, aber bitte sag's nicht. Dann geh mit mir in den Wald. Nein, du auch, da geh ich nicht, da fischst du mich. Marsch, der Foto mag ihn, Franz. Na, geh ich halt mit, aber. Das bekommst du noch mal so viel zurück. Elisabeth, so bist du nur ein Schnau. Was ist denn los mit dir? Der Foto ist ja ein paar Tage weg. Ja, der Schmuckl. Ich hätte mir gedacht, wir könnten heim. Nein, ich gehe sicher nicht tauchen. Na, geh da los. Und erzähl ich das aber im Foto. Ach so. Hast du im Foto auch gewählt erzählt, dass du dich am Fenster mit dem Franz drehst? Du. Wir starten auf den Firmas.
aber... Elisabeth, nicht... Lass uns wieder umkehren. Da oben! Nicht... Halt fast auf mich! Was bist du denn du da oben? Ein paar Schritte innen machen. Ich geh da ganz sicher nicht hin. Na geh da lang. Ja, aber das Innerste findest du das sicher ja nicht. Stimmt. Du tust jetzt die ganze Zeit die Sünde gehabt, oder? So, hier kommt ihr Licht. Ich geh gleich wieder zurück. Schau, Katharina, du bist gar nicht. Lass uns leider echt umkehren. Wie ist das da der Andrisch? Hast du die allen fichtig? Licht. Ich lass ihn so umkehren. Skin. Schau, da! Elisabeth. Ein Tisch? Elisabeth, lass ihn gleich wieder gehen. Was ist denn das Wolfknall da? Ich weiß es nicht. Komm jetzt, geh mal. Aber jetzt schnell heim. Ist etwas? Nein. Anstehe, du Murmile. Der Vater hat gesagt, dass er stricken und du hast mir keinen Strach getan. Ich will einmal fischen. Fürst sein Söckchen, fürst sein Auge. Mein junger Stuhl an einem Garligen. Jetzt ist das Knäuel an der Go. Ich wollte sicher nicht im Bertha neues zu hören. Die Wölle von der Hehle. Weil das Stricke bei den dummen Knäuel, das wirst du einfach nie gehen. Heute bist du fleißig. Sei doch schon eine neue Wölle. Danke. Das geherrscht? Das war der Wind. Es
bisschen dogisch du gewesen. Was ist denn mit den Völkern, dass das nie du wärst? Katharina? Katharina? Katharina! Katharina? Katharina! Die Andrischen. Bei den Andrischen. Katharina? Hallo. Grüß dich. Hallo. Es wird schon wieder bald. Ich hab mich verlöffen. Oh, du Arme. Ich müsste dir helfen. Das? Ja, mir. Wer seid das? Wir haben viele Namen. Adolen und nicht so, Adolen und nicht so. Die Bergleute. Die Zwerge, die Andrischen. Und wer bist du? Ich habe schon einmal einen Namen gehabt. Aber den Namen schon lange schon vergessen. Ich muss jetzt weiterkommen. Ich bin fertig.
Was? Ist du nur ein Nonna, Gitsche? Mein Wollknäuel. Wird mein Wollknäuel gestohlen. Ich bleib jetzt da! Weiterkommen. Ich bin fast. Was ist denn du da? Ich bin Candy Otter. Du hast einfach gesagt, da wollen wir bleiben. Aber jetzt bin ich da und ich nehme dich mit. Wir können da nicht mehr raus. Ich bin ja gerade erst da reingegangen. Das ist eine Geschichte, was uns der Vater erzählt. Wenn der andere schon einmal gewuschen hat, dann lässt er dich nicht mehr gehen. Ich glaube nicht, ich geh jetzt und ich nehm dich mit. Ist ich bin nicht froh gewesen. Aber ich finde einen Ausweg. Hallo? Hallo? Hallo. Ich habe etwas für dich. Für mich? Für uns? Da ist er ja. Dann ist ja alles wieder gut. Na, wie willst du heimgehen? Na? Ich trinke das auch ein paar Säckchen. Na? Niemand geht da weg. Ich bleib da. Und wenn wir so lange stricken, bis es Wollknäuel fertig ist? Wir haben heim. Aber vorher darf niemand haben. Gut. Nein. Mein Wollknäuel. Nicht dein. Aber dann haben wir etwas sicher haben. Einverstanden. Elisabeth hat wirklich einen Horn. Gibt's ja nicht. Ich hab bis das getan.
Ha? Ich hab beim Wollknäuel ausgetauscht, wenn ich nicht da war. Ha? Wir sind fertig. Ich hab gar nicht fertig. Wir lassen ihn kriegen. Ich hab ihn sinnig gelegt. Das Krieg ist noch zurück. Elisabeth! Schleier mal auf und hilf aus nach Hause! Katharina, Kim! Ich habe eine Blende gemacht. Katharina? Wir müssen weiterspielen. Wir haben gleich fest.